Es gibt immer was zu tun in Dark Parables und allgemein in Wimmelbildspielen. Deswegen geht's jetzt weiter mit der Orden der Rotkäppchen. Hier ist ein Wimmelbild und wir legen direkt am Anfang des Parts los. Das ist auch immer ganz gut so zum Aufwärmen, wie ich finde. Dann kommt man immer so ein bisschen erstmal wieder rein hier. Ja, was suche ich denn eigentlich so? Das nicht, das da vielleicht? Nö, auch nicht. So, ein kleines Rad. Ne. Hier was von? Da was von? Da, keine Ahnung. Das da? Das da. Das da? Das da? Auch gut. Ja, wir basteln unser Teleskop. Das ist gut. Dann weiß ich auch direkt, was ich als nächstes machen soll. Ich mag es überhaupt nicht immer, wenn ich hier so auf dem Schlauch stehe. Das war ja im letzten Part auch leider so. Muss ich immer den Tipp die ganze Zeit verwenden, um überhaupt zumindest den Weg, wo ich hin soll, rauszukriegen. Das finde ich ganz gut. Vielleicht hilft uns das ja. Wir sollen ja irgendwie das Versteck der Königin finden oder irgendwie sowas. Wo sind denn jetzt diese letzten Stücke? Diesen bunten Armreif, den müsste ich doch zumindest mal sehen. Was ist der denn? Ja, dieses blaue Teil hier halt. Hä? Da. Okay. Das da? Ja, achso, die sind sehr klein, diesmal die Teile. Bisschen weiter in die Ecken gucken. Das da nicht. Noch so ein Rad irgendwie. Nee, wo ist es denn? Ach, da auch auf dem Tisch. War alles eigentlich so beim Tisch? Ich habe es echt nicht gesehen. So, jetzt haben wir das. Das ist ja prima. Dann gehen wir mal wieder hier zurück und setzen das hier ein, würde ich sagen. Cool. So, durch das Zusammensetzen blabiblups. Was ist das jetzt? Habe ich einen Stern bekommen. Das Teleskop deutet direkt auf den blassen Vollmond. Und dadurch habe ich jetzt einen Stern bekommen. Ein Stern. Ein Stern. Nein, ich werde das Lied jetzt nicht singen. Ich habe es so oft irgendwo im Fernsehen damals gehört. Wer sitzt denn hier eigentlich? In den letzten Momenten ihres Lebens scheinen nur wenige Menschen Schutz in dieser Kirche gesucht zu haben. Diesem Sockel scheint eine Art Figur zu fehlen. Die Engelsfigur zum Beispiel. Dafür bekomme ich jetzt was? Durchdringungstrank. Aha. Diese Statuen scheinen die Prinzessinnen abzubilden, die den Froschkönig heiraten. Um eine Waffe herzustellen, muss ich zuerst die richtigen Elemente auf diesen magischen Amboss legen. Die richtigen Elemente? Ist aber jetzt nicht der Stern und so? Nee. Nee, gut. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwie so ein Chamäleon-Emblem. Hier, so eine Eule. Eulen-Emblem. Oh, was haben wir hier? Und ein Parabelstück. Ein Parabelstück. War das nicht ein Parabelstück? Das sah so aus, als wäre da noch eins. Kirchenschrift, ja. Die können wir doch bestimmt irgendwo einsetzen noch. Hey, das sah aus wie ein Parabelstück. Wollt ihr mich veräppeln? Das hätte ja auch gut gepasst hier. Wir müssen die ja auch langsam mal fertig kriegen. Na gut. Na gut. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass wir da überhaupt schon drinne waren. Aber ist ja auch egal. So. Kriege ich jetzt noch was oder nicht? Also fehlt mir immer noch eine Schriftrolle. Dem Schild in der Auslage steht Nebelreich-Gremium. Und was war hier? Darf ich das jetzt nicht mehr lesen? Muss die Schrift erstmal weggehen? Nee, ich kann das hier in der Mitte nicht lesen. Gut, dann nicht. Dann nicht, dann nicht, dann nicht. Ich suche immer nach Chamäleon-Objekten oder Parabeln oder sonst wie was nebenbei. Aber hier, das hatten wir ja schon. Ja, was mache ich denn jetzt?
Ja, genau. Die Kirchentür hatten wir auch erst geöffnet und da sind wir jetzt auch drinnen. Deswegen war ich hier noch nicht drinne. Aber es gibt doch sonst hier auch nichts, oder? Mache ich denn jetzt mit diesem Durchdringungstrank? Ja, dann muss ich, vielleicht muss ich dann auch wieder ganz zurück. Ich weiß nicht. Nee, hier war ich ja jetzt dann. Gibt es bestimmt woanders noch was zu tun. Das Eulenemblem wird hier, glaube ich, nicht hingehören. Da unten war, glaube ich, auch nichts mehr. Vielleicht hier rechts. Hier war das mit dem Kamm. Mein Portal zu öffnen, das in den Wald nahe des Geheimverstecks der Schwestern rührt, werden folgende Elemente: die Drachenblut, Portalkugel, Mondlicht und der Nebelbrunnen. Weiß ich nicht, ob ich damit dann wirklich weiterkomme. Na gut. Das Portal wurde geschlossen. Aber das soll ich das denn hier nochmal machen, oder? Nee, es gibt keine Möglichkeit, das zu öffnen. Also dann weiß auch nicht. Hier ist so ein Cape. Hier gehört der Wolf irgendwie rein. Gehört hier auch irgendwo die Eule rein? Nee. Hier ist noch ein anderer Umriss. Es ist auch noch was. Kann ich mit dem Durchdringungstrank hier durch? Kann ich das den Schwestern irgendwie geben oder ist das für die hier? Die sind ja, ach ja, die sind ja vorne jetzt, stimmt. War denn hier jetzt noch was? Nee. Nix mehr irgend. Warte, da war noch ein Chamäleonobjekt, glaube ich. Jawohl, ich habe das nämlich verändern sehen, aber das eigentlich brauche ich die auch gar nicht mehr sammeln. Das bringt eigentlich gar nichts mehr. Ich habe die ganze Zeit schon keine mehr gefunden. Und zwar immer so per Zufall irgendwie, aber das bringt's ja auch nicht. So, es sind so typische Stellen irgendwie, aber nee. Aber nee, nee, nee. Da hatte ich das auch schon gefunden. Ja, mache ich denn jetzt? Können die den? I was captured. There is a moon shrine hidden deep within the forest. Find it, detective, as it may be our only clue also to defeating the wolf im Wald. Hier kann ich den Stern einsetzen, sehe ich gerade. Okay, ich wusste vorher gar nicht, wo der Stern hin soll. Merke dir die Abfolge, drücke die Runentasten in der richtigen Reihenfolge. Moment nochmal, bitte. Nochmal. Wann kommt das nochmal? Muss ich hier irgendwie das neu machen? Kann ich das neu machen? Ja, dann mache ich das jetzt mal eben falsch. Genau, machen wir nochmal. Was? Herz, Sonne, Strauch? Herz, Sonne. Okay. Was kommt denn hier zuerst? Es sah so komisch aus. Was? Blatt, Herz, Strauch. Ja, okay. Sah so aus, als wäre da die Mitte zuerst gekommen, gerade eben. Blatt, Sand, Uhr, Blume, Mond. Blatt, Sand, Blatt. Sanduhr. Nein, ich hab doch. Scheiße, jetzt habe ich das andere zuerst gedrückt. Sanduhr, Blatt, Sonne, Blume. Oh Gott. Sanduhr, Blatt, Sonne, Blume. Jawohl. Sollte gehen. Das war jetzt fies. Herz, Sanduhr, Kreuz, Blume, Blatt. Oh Gott. Mond, Sanduhr, Kreuz, Blume, Blatt. Das kann ich mir nicht merken. Mond. Sanduhr, Kreuz, Blume, Blatt. Danke, noch eine Runde. Mehr wäre schwierig gewesen. So, jetzt kann ich hier runter und bin in Kapitel 6. Das ist ja schön. Schön, schön. Hallo Leute, was sagt ihr dazu? Within this shrine is a powerful relic known as the Moon Essence.
It has the power to destroy the Moonstones, returning our world back to normal. Only our elder sister, Teresa, was allowed access to the Moon Shrine. Within the shrine is a powerful relic known okay. as the Moon Essence. Ich habe ein Parabelteil bekommen. 3 von 4. Super. Returning our world back to normal. So. In diesem Gemälde der Mondgöttin fehlt die Steintafel. Aha. Hier steht eine zwar elegante, jedoch ungeschmückte Mondgöttin. Das können wir ja ändern. Hat sie schon mal ein Armband bekommen. Ja. Sieht doch gleich viel hübscher. Was ist das? Ein Horn? Und das? Eine Kristallkugel. Okay. Ist hier kein... Typische Dark Parables Musik übrigens gerade. Ist hier kein Chamäleon-Objekt. Ich habe hier aber noch nichts zu verändern sehen. Hä? Nix? Nee, anscheinend nicht. Na gut. Dann, fragt mich nicht, wo ich... Okay, hier, wimmeln, alles klar, mache ich. Wollte gerade sagen, ich weiß schon wieder nicht, wohin. Das kriege ich aber hin. Ach so. So, jetzt schaue ich mal wieder die Vase. Sonne. Das da hinten? Nee. Diese Sonne? Nee. Die Glaskugel aber. Das da. Das hier nicht? Nee, das passt auch nicht. Ist das das? Nee, auch nicht. Da. Das in der Mitte. Dann noch so ein Schnörkel. Teil hier. Wo ist diese Scheibe da? Und jetzt noch so ein blauer Stein hier. Hab alles. Hier haben wir endlich diesen Pilz, den wir einsetzen wollten, schon seit 100 Jahren. Hier, endlich habe ich diesen Pilz. Und bekomme ein Halsband für die Göttin. Dann können wir sie ja gleich noch schöner machen. Können wir aber vorher auch noch mehr machen oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Naja, geben wir ihr das mal. Reicht das denn? Nee, sie will noch schöner werden. Sie will auch noch was auf dem Kopf. Auf dem Kopf, ich weiß nicht, ob das dann reicht, aber sehen wir ja dann. Mache ich denn jetzt aber mit der Glocke? Warte, ich kann doch... Wo geht's denn hier nochmal nach links? Ich will nochmal hier... War das... Nee, zurück und dann hier links, genau. Gibt's hier noch was? Mit diesem Skorpion aber anscheinend nicht mehr. Ich tippe immer noch gerne die Tiere an, damit die sich hier... Ja, damit die hier immer sich verstecken. War das hier? Was die Christ... Nee, das nicht. Das Horn, das soll da... Aber das Horn wäre doch ein gutes Blasinstrument für einen der Engel. Denk ich mir gerade so. Welcher brauchte denn noch was hier? Der. Ah. Oh, ein Chamäleon-Objekt. Naja. Das Amor-Quintett heißt die Besucher des Palastes herzlich willkommen. Sag mal, Leute, habt ihr denn immer nicht... Willst du eine Glocke haben? Nee. Verstehe aber auch nicht, warum hier Kristallkugel steht und hier das aber eher aussieht wie so eine Bimmel. Naja. Haben die denn jetzt alle was? Nee, der will noch ein Saiteninstrument und der will auch noch eine Geige. Denen fehlt ja allen noch was. Ach, ja. Vielleicht kann man hier was einsetzen? Nein. Dann brauche ich einen Tipp, wo es lang geht. Führe mich, Tipppfeil. Kann natürlich auch mal hier auf die Karte gucken. Versammlungsraum.
Ja, da soll man natürlich weiterkommen, aber ich glaube nicht, dass ich da so gerade weiterkomme. Muss bestimmt noch was machen. Steintafel, Durchdringungstrank. Oder soll sie hier die auch noch kriegen? Die soll nicht die Kristallkugel halten, oder? Nein. Können wir denn diese Mondgeschichten hier einsetzen? Auch nicht. Was dann? Nee, hier soll es auch gar nicht sein. Wo soll ich denn dann hin? Hier wieder hin? Nach oben? Dann schaue ich nochmal hier oben. Vielleicht habe ich auch hier, ja, hier die Geschichte. Aber nochmal den Mond einsetzen, das wäre ja wohl ein bisschen... Also weiß auch nicht. Ich war so oft schon hier. Hier, da fehlt die Glocke. Ja, warum steht dann hier Kristallglocke? Kristallkugel. Es ist eben doch eine Glocke gewesen. Wie hohl. Der Boden bebt. Teilt sich der Wasserfall etwa in der Mitte? Was ist das? Zepter der Göttin. Dieses Versteck ist voller Überraschung. Da ist sogar ein Gegenstand hinter dem Wasserfall versteckt. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir den genommen. Das war's. Oh, und es gibt hier auch noch was zu tun. Und zwar zu wimmeln. Und ich finde nichts. Nicht mal auf Anhieb. Doch, jetzt schon. Das ist ja schön. Ja, ich guck mal lieber, sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Dieses Ding da und der? Nee. Was da? Die beiden? So eine große runde Scheibe, aber da drunter, okay. Da noch. Das Ding. Was ist denn das? Hier so eine Platte irgendwie. Jetzt suche ich schon wieder dieses Schnörkelding. Schnörkeldinger sucht man ja immer. Und das. Ach, das ging ja eigentlich sogar. Diesem großen Tisch haben die Schwestern wahrscheinlich Sitzung abgeholt. Genau, das wissen wir seit Anfang an. Ist denn hier noch was? Nee. Oh. Noch eins. Ja, jetzt komme ich ja doch langsam nochmal an die Chamäleon-Objekte, die ich vorher gesehen habe. Natürlich brauche ich jetzt keins mehr suchen. Aber das mit den Parabeln macht mir ein bisschen Sorgen. Die möchte ich natürlich schon noch lesen, eigentlich alle. Wäre schade, wenn ich die nicht alle hätte. Das würde mich ein bisschen ärgern. Aber hier gibt es auch hoffentlich nichts mehr zu tun. Die Steintafel vielleicht noch. Was war hier? Kann man hier noch was machen? Nee, ich lasse es mal. Ich setze mal die Steintafel jetzt ein. So, wo war denn das jetzt? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich laufe bestimmt völlig falsch. Aber die ist es... Nein, das war auch nicht... Nee, nee. Vielleicht hilft mir die Karte. Ich war doch unten richtig. War ich doch hier richtig? Aber hier war das doch nicht. Wo war denn das? Hier. Gut. Die Schnitzerei sagt uns, dass wenn jeder Mondstein mit der Essenz verbunden ist, der Tag schrittweise von der Nacht verzerrt wird. Aha. Muss ich denn jetzt hier noch was machen, oder? Medaillon der Göttin. Dann geben wir ihr das mal. Nee, das nicht, aber das Zepter. Und dann fehlt noch das für den Kopf. Aber was ist mit dem Medaillon? Wo kommt das rein?
doch hier. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, wo ich hin soll. Kommt das Medaillon hier hin? Oder hier hin? Nein. Nein, 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 das ist alles falsch. Alles ganz falsch. Medaillon, Medaillon. Ich kann mir sowas einfach nicht alles immer merken, wenn überhaupt. Hier waren wir auch gerade eben. Hier könnte das reinpassen. Jawohl. Sehr gut. War es ein Parabelteil? Juhu. Ja, das ist schön. Haben wir das Nebelreich denn jetzt mal? Nein, immer noch nicht. Aber wir haben den Orden der Orden der Rotkäppchen fertig. Mondgöttin haben wir auch fertig. Fehlt also nur noch das zweite und das letzte. Das ist ja schön. Na, immerhin. Das muss man ja auch mal noch zusammenkriegen. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Hm. Dann geben wir ihr mal ihr Tiara. Was haben wir bekommen? The Moon Essence. With it I can bind the Moonstones and entomb this world in darkness forever. I trusted you. You will pay for your treachery. Slay them all. That won't be happening. Detective, in your prior investigation, you saved me from a cursed eternal slumber. I'm here to repay the favor. Do you remember? I'm Briar Rose. An awoken maiden. So what can you possibly do to stop me? Attack her! This isn't over. If you want to see Ruth alive, bring me the final moonstone. Kapitel 7. Oh, das ging jetzt aber schnell mit dem Kapitel 6. Ich freue mich immer voll, wenn solche Sequenzen kommen. Ich finde die so cool. Ich freue mich dadurch auch immer schon auf die nächsten Dark Parables Teile, weil ich das jetzt schon immer so gut fand. Wie halt so ein kleiner Film immer. Echt cool. Ich mag halt auch die Charakter gerne und ja, gefällt mir echt gut. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.